Hallo liebe Kinder, hallo liebe Familien, ich bin Ross aus dem Trampolinpark Sprungraum in Troisdorf. Ich freue mich sehr, dass unsere kleine Serie Tob dich aus zu Haus weitergeht. Und deshalb bin ich auch heute wieder hier, um zusammen mit euch und dem Familienmagazin Känguru ein bisschen Sport zu machen und Spaß zu haben. In den ersten drei Folgen haben wir bereits Koffer gepackt gespielt, balanciert und viel Spaß beim Luftballontanz gehabt. Heute geht es mal wieder um Geschicklichkeit, Kreativität und auch um Vertrauen. Habt ihr Lust? Dann lasst uns loslegen. Unser heutiges Spiel heißt Nicht verbrennen. Was ihr braucht? Gemütliche Anziehsachen, ein bisschen Platz und heute ein paar Sachen, um ein Parcours zu bauen. Ein Sofakissen, eine Decke, vielleicht eine Hocker. Es ist euch überlassen, wie ihr eure Parcours bauen möchtet. Los geht's. Und dann geht es los. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr das machen. Jeder Einzelne durch den Kurs, den Parcours gehen. Und heute bin ich natürlich nicht allein. Heute sind wir wieder zu zweit. Das ist meine Gegenspieler Ariel von den letzten paar Videos. Hallo. Der ist wieder mit dabei. Und der hat natürlich keine Chance gegen mich. Das sehen wir ja dann noch. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. So, mein erstes Lauf. Ariel und ich haben abgemacht. Ich werde diese Ball den ganzen Parcours mitnehmen müssen und am Ende in diese Tonne werfen müssen, damit ich es fertig habe. Und ein bisschen schwieriger zu machen und lustiger. Während ich auch Parcours durchgehe, wird Ariel versuchen mit Bälle oder Kissen, versucht mich aufzuhalten auf bestimmte Balanceteile. Jetzt geht mein erster Versuch. Und wünsche mir Glück. Los geht. Machen, aber mit den Augen verbunden. Das heißt, Ariel muss mich durch diesen Parcours lotsen. Das verlangt sehr viel Vertrauen und ich hoffe, alles geht gut. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Wir machen es gerade ohne Ball. Und los geht's. So, einmal die Füße vorsichtig nach vorne. So. Langsam. So. Und jetzt geradeaus. Einfach geradeaus. So, stopp. Der Tisch ist vor dir. Hände nach vorne. Jetzt ganz vorsichtig drauf. So, einmal drehen und ein bisschen nach rechts. Und dann ertastest du den Wagen, den Rolli. So. Und jetzt geradeaus einfach. Ja, noch ein kleines Stück. Du hast es fast geschafft. Ja. Und jetzt kannst du die Bank tasten. Ein bisschen nach links. Super. Los.
Vorsicht, vor dir. Gut. Und jetzt geradeaus. Oh. Und noch ein paar, noch ein paar, noch ein paar. Vorsicht, noch zwei. Und Tische da. So vorsichtig draufklettern. Ganz vorsichtig. Geradeaus. Sehr gut. So, warte. So. Oh, noch eine große Sprung. Und. Das ist geschafft. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben mega Spaß gehabt. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann wieder mit einer ganz anderen Übung. Ich habe schon eine Idee und sage euch schon mal vorab, ihr werdet wieder einen Luftballon brauchen. Und auf jeden Fall freuen wir uns wieder auf euch. Wenn ihr Fragen habt oder tolle Ideen, schreibt die einfach unten in die Kommentare rein oder an Ross seine E-Mail. ross.mcdermott@sprungraum.com. Bleibt gesund und munter und immer in Bewegung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.